Hallo liebe Freunde des Kanals, liebe Fahrradwohnwagenliebhaber und E-Bike-Fahrer. Tja, heute geht es wieder ein bisschen weiter mit dem Fahrradwohnwagen. Ich fange jetzt schon mal an, die Deichselbleche zu schneiden und zu biegen, weil ich habe mir nicht zu biegen, zu bohren. Ich habe mir überlegt, dass ich das doch stärker mache und anders mache, als ich das ursprünglich gedacht hatte, auch aufgrund von Empfehlungen oder Tipps aus dem Fahrradwohnwagenforum, wo ja deutliche Kritik kam an meiner Radaufhängung, wobei ich da eigentlich bis jetzt das noch nicht sehe, das zu ändern, weil ich werde jetzt das Deichselblech machen und dann gleich mal erklären, was ich da tue und wieso ich das tue. Dann werde ich noch mal das Catalyst zeigen. Dieses mein absolutes Lieblingsrad im Augenblick, was ja auch die Zugmaschine später werden soll. Da sind dann auch noch ein paar Umbauten nötig. Aber es geht jetzt erstmal um die Deichselbefestigung. Wie gesagt, die Radaufhängung wurde gesagt, die wäre zu weich. Ich werde das testen. Wenn die Deichsel dran ist, werde ich eine Probefahrt machen mit 4 Winterreifen mit Felge da drauf. Und dann hier in der Nähe ist ein ziemlich langer, holperiger Feldweg und da werde ich ein paar Mal rauf und runter ballern. Und Manni wird das Ganze dann filmen. Manni ist heute nicht da. Basis ist wieder dieses Stück von dem Wabenblech. Dazu werde ich 3 Platten hier aus dem 2 mm Alublech rausschneiden. Von denen jeweils eine hier drauf, eine drunter und eine nachher obendrauf auf die Platte der des Chassis kommt. Dann wird mit M6x70 wird hier mit 6 Schrauben dieses Teil an der am Chassis befestigt und komplett durch die Aluprofile durchgeschraubt. Das hier ist die Deichselaufnahme. Die wird hier mit M6 Schrauben befestigt. Das heißt, wir schneiden jetzt also diese Alubleche aus und bohren diese 4 Löcher und schrauben die Deichsel da so drauf, dass hier dieser Knebel halt ein bisschen übersteht, dass man den besser bedienen kann. Das mache ich jetzt erstmal heute und dann zeige ich noch mal ein bisschen das Catalyst. Ein bisschen habe ich es ja schon im Intro gemacht. Tja, das erste Blech habe ich schon ausgeschnitten. Im zweiten bin ich vorangeschritten. Ich muss gerade ein bisschen Pause machen, weil die Akkuflex dann doch sehr schnell heiß wird. Die Bleche sind geschnitten, entgratet und die Ecken auch ein bisschen weggemacht. Hier habe ich das Ganze schon mal zusammengeschoben und festgemacht. Und man sieht das, oh, dieser Gimbal, der wackelt immer. Hier sieht man, das habe ich auch schon mal angekörnt. Und werde jetzt diese wunderschöne Deichselhalterung an diese wunderschöne verstärkte
Warmplatte festschrauben. So, das habe ich schon wieder so gesagt. Das wollte ich doch nicht mehr sagen. Gebohrt ist es. Die Schrauben sind durch und jetzt müssen noch die Kontermotoren drauf, was etwas mühsam ist, aber ich hatte leider keine kürzeren Schrauben mehr und die dabei waren, waren zu kurz. Gut, gut, also jetzt wird fleißig geschraubt. Und mit der Knarre kommt man da nicht dran, das heißt, mit dem Maulschlüssel muss das jetzt fleißig drauf geschraubt werden. Eine Stunde später. Schraube Nummer 1, Mutter Nummer 1 ist drauf. Jetzt kommen noch 3 Stunden. Es ist vollbracht. Die Schrauben sind fest. Ein bisschen fummelig war das hier, weil die Popnieten dann noch davor sind auf den beiden Seiten, wo der das Innenkunststoff hier oder diese, dieses Zeug hier noch da drin festgemacht ist. Ja, jetzt wird das Ding so rum am Fahrgestell und nicht am Fahrgestell, am Rahmen festgeschraubt. Und zwar mit 2 Schrauben hier, 1 Schraube hier, 2 Schrauben hier und 2 Schrauben hier. Alles M6. Das geht dann hier durch die Wabenplatte, da unten ist auch noch das Blech, dann durch die 30er Vierkantrohre, durch die nochmal wieder Wabenplatte auf der anderen Seite und oben drauf kommt dann nochmal dieses Blech. Wenn das nicht hält, dann heiße ich Meier. Tja, jetzt muss ich erstmal auf Manni warten und der hat heute keine Zeit. Wahrscheinlich, wenn es morgen nicht regnet und Petrus sozusagen beglückt, geht es morgen weiter. Ich wünsche einen schönen Abend. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Da das Wetter in der letzten Zeit so schlecht war und vor allen Dingen immer dann, wenn wir was machen wollten, hat Manni jetzt ein paar Kleinteile mit nach Hause genommen, weil das, wenn man jetzt hier das ganze Zeug rauskramt, und das alle 10 Minuten regnet, dann ist man hier mehr am Zusammen- und Aus- und Rausräumen als am Arbeiten. Manni hat jetzt die Halterung für die Stützen abgeschnitten und bohrt die jetzt zu Hause bei sich. Und ich habe schon mal das ist die Platte, die auf das Chassis, also auf die Bodenplatte, auf die Wabenplatte von oben drauf kommt. Und das ist halt die Deichselhalterung, die von unten dagegen kommt, und diese Platten werden dann übereinander geschraubt. Tja, das ist der Stand. Ich hoffe, dass es am Samstag weitergehen kann, aber ich habe auch schon die Teile fürs Bett bestellt. Vierkantrohr 20x20, auch von Alusteck und ein Sonderangebot, Styrodurplatten. Die hatten nur noch ein Päckchen, das sind jetzt 10 Quadratmeter, das wird zwar nicht ganz reichen, aber das war nur noch ein Posten, den habe ich auch schon mal bestellt. Ja, soweit der Stand. Weiter geht's am Samstag. Manni und ich waren fleißig, oder besser gesagt Manni. Die Deichsel ist dran. Hier unten ist auch noch eine Platte dagegen geschraubt. Hier haben wir noch Vierkantrohr und vorne auch Vierkantrohr. Dann haben wir hier die Löcher für die Stützenhalterung schon gebohrt. Oder besser gesagt, Manni hat die gebohrt, ich habe festgehalten. Das war eine ganze ziemlich harte Angelegenheit, weil es sehr schwül ist und deswegen schwitzen wir jetzt beide, als wenn wir gebadet hätten. Gut, Probefahrt kommt dann morgen im nächsten Film.
Ich beende jetzt hier und das Waschhaus verabschiedet sich. Ein kleiner Nachtrag noch. Und zwar, wir haben jetzt ziemlich abrupt aufhören müssen, weil es schon wieder mal an zu regnen fing. Deswegen haben wir die Probefahrt jetzt auf morgen verschoben. Also die Deichselhalterung ist jetzt dran. Jetzt muss ich noch die Räder aufpumpen, die Weberkupplung ans Ketteless machen. Deichsel dran und dann kann es losgehen. So, da ist nochmal das Ketteless, das dann Zugmaschine wird. Das wird dann auch noch umlackiert, passend zur Farbe vom Fahrradwohnwagen dann später. Ja, die Stützenhalterung haben wir auch schon fertig. Die Halterungen, die an das Chassis kommen, die Stützen selber kommen ja von hinterher. Da muss ich noch jeweils drei Löcher bohren und dann die Stützen dran schrauben. Das mache ich vielleicht heute Abend noch, falls es dann aufgehört hat zu regnen. Ich sitze hier gerade ein bisschen geschützt. Und ja, das ist der Stand. Wie gesagt, es kommt jetzt ziemlich schnell hinterher. Dann der erst ein normales kurze Szene Normalfahrt und dann eine ausgiebige Belastungsfahrt. In diesem Sinne wünsche ich allen noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat allen gefallen. Alle sind gespannt, wie es weitergeht. Und lassen wir ein Abo bzw. ein Like da. Ciao.